Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2, der neuen Transport-Simulation aus dem Hause Urban Games aus der Schweiz. Und der Release ist am 11. Dezember. Es ist also noch ein bisschen hin und ihr habt hier die Möglichkeit, auf BSN Gaming schon ein bisschen Gameplay vorab zu bewundern. Vielen Dank an den Tom von Urban Games, der mir hier einen Preview-Key zur Verfügung gestellt hat. Ja, letzte Folge war ich ein bisschen ratlos, weil wir diese Verbindung nicht hinbekommen haben. Mir ist dann aufgefallen, dass man hier jetzt ja auch Gleise angeben kann, wo das ankommen soll. Dachte ich, vielleicht liegt es daran, ja. Also das ist halt in Mannheim jetzt an Gleis 1 und 2. Das hat dann auch funktioniert bis Mannheim, aber hier in diese Richtung, also von Frankfurt nach Mannheim, hat es nicht geklappt. Ich habe jetzt einfach das aus der Fahrtrichtung das linke Gleis einfach komplett abgerissen, neu gebaut, und jetzt funktioniert es. Wir hatten halt irgendwo eine Lücke, aber ich habe das optisch nicht lokalisieren können. So, jetzt zurück zu dem eigentlichen Plan, nämlich hier den zweiten Zug fahren zu lassen. Ach, den haben wir schon gestartet. Okay, dann machen wir mal Play. Gehen hier mal raus, dass das ein bisschen netter aussieht. So, wir sind natürlich hier jetzt völlig overpowered, aber wir sind jetzt auf jeden Fall safe, weil wir jetzt hier einfach zwei fette Züge haben, die jetzt hier die Leute transportieren. Und dann können wir jetzt hier endlich zu unserem nächsten Projekt übergehen, und zwar Treibstoff zu produzieren. Dazu brauchen wir erstmal Rohöl. Das können wir hier in Oberursel fördern. Rohöl aus, beziehungsweise eine Ölraffinerie in Obersee. Nee, stimmt gar nicht. Wir müssen hier erstmal Rohöl hinbringen. Oder? Oberursel Ölraffinerie. Hier. Da. Ich glaube, wir nehmen die Ölquelle. Das ist alles zu weit weg. Jo. Das machen wir. Da würde ich einen Kopfbahnhof vorschlagen, oder? Lauchhammer haben wir hier. Ja, ich hatte ja angeboten, hier Städtenamen von euch zu übernehmen, wenn ihr mir die dann in den Kommentaren vorschlagt. Falls ihr jetzt schon Fleißiges vorgeschlagen habt und dann sagt ihr, Mensch, der Basti macht das ja gar nicht, was er hier verspricht. Das liegt daran, dass ich hier eine Aufnahmesession der ersten drei Folgen jetzt zusammen mache, und danach gehe ich dann da gerne drauf ein. Ah ja, hier haben wir dann auch, schaut mal, die brauchen wir ja eigentlich auch für unsere Waren. Aber das können wir auch, das können wir fast... Aber wenn wir die Linie haben, aber es ist schon sehr weit dann zu transportieren, ne? Okay. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja klar, hier ist doch noch was. Und dann dahin. Dumm, die dumm, die dumm. Ich glaube, wir nehmen die Raffinerie hier bei Weilheim. Weilheim, liegt es nicht auch am Rhein? So, was heißt auch? Ja, Frankfurt liegt am Main, Basti. Oh Mann, Schlauberger. Ich bin ja Erdkunde eigentlich immer ganz gut gewesen. Was ich aber nicht auf die Kette gekriegt habe, waren Flüsse tatsächlich. Das fand ich irgendwie... Die sieht ja auch immer einer aus wie der andere so auf der Landkarte, ne? Ups, sorry, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gestoßen. Naja, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir hier einen Kopfbahnhof hin. Ich würde... Lebensmittel haben wir hier auch. Können wir das vielleicht sogar mit einem Bahnhof dann alles machen? Brauchen wir denn überhaupt Lebensmittel? Irgendwo? Stuttgart braucht's nicht. Oberursel braucht's nicht. Nö.
Jedenfalls nicht jetzt hier in der Gegend. Ach doch, Leipzig vielleicht. Aber Leipzig kann das auch hier selbst dann bewerkstelligen. Neues Fahrzeug, Flugzeug. Das ist dann das nächste Bauprojekt, würde ich sagen, wenn wir, nachdem wir Frankfurt mit Frankfurt und Berlin mit Treibstoff versorgt haben. So, jetzt wollen wir aber endlich mal bauen. Ich würde sagen, hier bauen wir doch keinen Kopfbahnhof. Wir reißen das hier erstmal die Straße ab. So. Dann brauchen wir einen Bahnhofgebäude. Und zwar Güterbahnhof. Zwei Gleise reichen. Wir machen das aber auch schon mal auf maximale Länge. So. Ich glaube, so machen wir es. Ja. Wir wollen dann ja nach Berlin. Da können wir eigentlich, glaube eher so. Nee, machen, nee, so. Ein bisschen schräg, dass wir da noch gut um die Kurve kommen. So. So würde ich das gerne machen. Brauchen wir da ein vorgelagertes LKW-Dip, also ein LKW-Terminal? Nö, brauchen wir nicht. Okay, dann gehen wir wieder auf Straße und zwar auf Landstraße. Ne, machen wir das hier so. So. Zack, dann haben wir das angeschlossen. So, dann geht es auf der Seite zur Quelle rüber. Da bauen wir auch erstmal den Bahnhof jetzt. Das ist ein bisschen unangenehm zu bauen, aber da wir keine Geldprobleme haben, ist das auch nicht so das Ding. Ein bisschen feinjustieren. So. Zack. Und dann auf Gleise. Geht es dann direkt in den Tunnel rein. Das ist eigentlich nicht so schön, ne? So. Aber was kostet die Welt? Schaut mal, das können wir wunderbar untertunneln. Sehr schön. Zack. Und hier gehen wir dann nämlich raus. Da gehe ich sogar direkt in den Bahnhof hier rein. Boah, krass. Ja, aber wenn man da gar nichts von dem Zug sieht, ist ja irgendwie auch doof. Müsste dann auch hier tiefer legen einfach, ne? Dass man auch ein bisschen den Zug sieht. Auch da eigentlich. Wir machen es mal so. Dann machen wir auch Signale hier hin. Nee, aber das machen wir nicht.
Machen wir nicht Einbahnverkehr. So. Und dass wir es nicht ganz so übertrieben machen jetzt hier mit. Zack. Ah, oh, das sieht doch nicht schön aus. Naja, dann. Warte mal, dann machen wir das anders. Ja, Sicht. Configure. Dann gibt's nur ein Gleis. Argo Buildings. Ja. Ja. Ist ja blöd. Ach Mensch. Dann müssen wir das hier wegmachen, ja? So, Configure. Cargo Buildings. Mediums. Side Building, Medium Main Building, so. Medium muss schon drin sein. Und dann zurück zur Straße. So, dann haben wir eben nur ein Gleis. Aber was wir machen können, wir können auch ein zweites, eine zweite Plattform hier hinbauen. Ups, aber nicht so. Zack, 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 zack. Wunderbar. Wenn man halt mal anfängt, ne? Ah, so. Cargo Building. Medium, nein, Medium Main Building, so. Jetzt. Okay. Jetzt haben wir es aber. Und was wir nicht haben, ist eine Lokomotive. Wir bauen aber erstmal die Strecke fertig. Also das heißt, wir produzieren Öl, kommt dahin. Dann kommt es aus der Raffinerie raus. Als was eigentlich? Als Öl. Und das Rohöl. Okay, macht ja Sinn. Und dann muss es jetzt hier hin. Gibt jetzt zwei Varianten, die ich jetzt mir hier vorstellen könnte. Einerseits so ein Cargo-Terminal auf der Seite hier. Dann bräuchten wir nochmal eine LKW-Verbindung. Oder wir bauen... Das sehe ich tatsächlich am ehesten. Wir machen jetzt erstmal hier einen Hafen. Güterhafen. Large. Und wie geht das dann? So. Naja. Terminals 4. Ne, das passt dann oder nicht. Docks befinden sich außerhalb des Wassers. Okay. Ja, aber so ragt es ja so. So weit ins, in den Fluss rein, ne? Das ist ja irgendwie unsinnig. Dann wollen wir jetzt mal was anderes probieren. Wir bauen ein Hafenbecken. Stärke. Ach, okay, das ist jetzt... nicht hier hin, sondern komm du mal wieder hoch. So. Das, weil wir bauen erstmal den Bahnhof. Den Frachtbahnhof.
Und dann gucken wir mal, wie wir das Hafenbecken daran kriegen. So, 4 Gleise. Der kann ruhig groß sein, natürlich. So, so würde ich es mal machen. Zack. Und jetzt wollen wir den Hafen da dran bauen. Und zwar 4 Terminals. Da denken wir ruhig gleich mal groß, ne? Guck mal, so vielleicht. Das ist doch cool, oder? Und da ist dann nämlich das Fahrwasser auch entsprechend frei noch. Aber wieso kann ich denn jetzt nicht hier Rotation? Mache ich das jetzt damit oder was? Ist ja seltsam. Okay. Größe. Merkwürdig. So, jetzt probieren wir das nochmal. Gucke. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das noch ein bisschen kleiner hier. So. Das Hafenbecken hier noch ordentlich ausbaggern. Dass das hier auch schön tief ist, ne? So. Dann haben wir einen wichtigen Containerhafen. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Truck Terminal. Das macht schon Laune, ne? Muss ich echt sagen. So, machen wir groß. Go big or go home, würde ich sagen. Platforms. Nee. Platform right. So. Ah, guck mal. Nee, machen wir so. Oder machen wir so. Es ist das geil. Das macht echt Laune. Leise brauchen wir nicht. Zack. So, und das nennen wir jetzt Cargo City Süd. Ich finde diesen Namen so cool. Und der steht auf der A5 an einem Autobahnschild bei Frankfurt. Und ich finde es Cargo City Hafen. Cargo City Süd Truck. So. Ne, machen wir schon auch Cargo City Süd. Ich weiß nicht, ob das jetzt Süden ist, aber ich finde diesen Namen so cool. So. Okay. Jetzt kommt das Öl hier hin. Könnte man das dann verschiffen nach Berlin, ne? Den Brennstoff. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier eine Landstraße. Erstmal das Truck Terminal hier bauen, würde ich sagen. So, und zwar brauchen wir da 2 Plattformen. Ja, kann ruhig groß sein. Jetzt mal erstmal so da dran kleben einfach. So.
Und dann mittlere Landstraße. Runter ans Wasser. So, Zauberstab. Zack. Zauberstab weg. Und dann... So, und Zauberstab. So, dann haben wir eine schnelle Verbindung. Können wir ruhig hier auch mal machen. Eine schnelle Verbindung. Dann brauchen wir noch... Ah, ne. Dings haben wir. Truck Terminal, also Truck Depot. Jetzt brauchen wir eine Zugverbindung. Da können wir natürlich hier schon Gleise nutzen, die wir haben, ne? Aber wir gehen hinter dem der Raffinerie hier. Obwohl das. Gerade. Wir könnten natürlich den Güterzug, wir brauchen ja keine anderen Waggons, ja? Also Öl, Rohöl und Treibstoff werden ja alle denselben Kesselwagen benutzen. Und von daher... Und ich will aber gerade nochmal hier rein und Cargo Buildings hier nochmal ein bisschen bauen. Ich finde, das ist einfach so cool. Large Side Building. Medium Side Building. Das geht. Small Building. So. Schon abgefahren. Also das finde ich echt super. Hier mit dieses Modulare. Ich bin aber wirklich gespannt, was da für Mods dann noch kommen und so. Okay. Also wir könnten natürlich, wo muss das dann eigentlich hin? Schauen wir uns jetzt mal den nächsten Kartenmodus an. Hier Cargo, da sehen wir dann nämlich genau, welche Gebäude welche Fracht benötigen. Und natürlich brauchen wir dann auch hier noch ein... Gebäude, und zwar ein Truck Depot. Da nehmen wir aber ein kleines. So, und da müssen wir jetzt möglichst wenig Gebäude zerstören. Ich gehe nochmal aus dem Kartenmodus raus. Vier Gebäude ist mir zu viel. Warte mal, das ist doch vielleicht gar nicht schlecht hier. Nee. Schau mal. Ein Gebäude wird entfernt. Hier machen wir das. Und dann natürlich noch die Straßenverbindung brauchen wir. Bäh. Toll. Naja, komm, dann kann das auch weg hier. Danke, okay. Cool. Die Einwohner von Frankfurt haben es kurzerhand selbst gebaut. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall schon mal den Güterzug auf die Reise schicken. Ich bin mir halt ein bisschen unsicher, ob ich jetzt den Güterzug hier ranfahren lasse, also hier auch nochmal ein Zugterminal baue. Oder ob wir das hier lassen und das per, wir lassen das hier als einziges und machen das per LKW. Punkt aus Mickey Mouse. So. Und zwar dann
Weil das ist ja auch alles Lebensraum, sag ich mal, was wir hier bebauen. Während die LKW können halt gut in der Stadt dann die Sachen verteilen, ne? Und es ist natürlich schon cool, ist die Industrie hier mit dem Bahnhof anzuschließen, ne? Hier könnten wir es ja eigentlich auch gut hinbauen. Aber natürlich nur zweigleisig. So, wir machen das jetzt einfach. Geld ist ja nicht das Problem. So, das muss natürlich schon ein bisschen nach oben gehen hier. Das wäre gut über den Fluss kommen, ohne der Schifffahrt dann den Raum zu klauen. Dann ab über den Main. So, jetzt machen wir aber hier mal eine andere Brücke. So. Welches haben wir da jetzt angeschlossen? Welches klar ist? Das rechte. Geschickt jetzt, das rechte Gleis jetzt hier zu verbauen. Ja. So, dann gehst du jetzt hier ran. Oh. Okay. Hä? Okay. So, also, dann machen wir das halt auf diese Tour und dann mache ich das nochmal weg, so. Okay. Ist jetzt wieder so komisch hier. Gesenkt und gewellt und das ist doch irgendwie kacke. Warte mal, wir bauen es jetzt erstmal hier fertig dran. Sowas kann ich nicht abhaben, ne? Da gucke ich dann gegen an. So. Das kommt auch weg hier. Besser, ne? Ja. Okay, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch eine Kreuzung. Kann man das hier auf so engem Raum machen? Jo, nee. Geht nicht, okay. Na komm. Neues Fahrzeug. Ah ja, neuer Bus. Ah ja, und eine Diesellok, sehr schön. Na komm jetzt, das gibt's doch nicht.
nicht euer Ernst. Was willst du denn mit Steigungen zu groß? Verstehe ich nicht, ne? So, nochmal. Ein letztes Mal. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier dein Problem? So. Gucken wir mal, ob das jetzt was wird. So. Yes, jetzt haben wir es. Was lange währt, wird endlich gut. Oder wie sagt man so? Zack. Okay, ihr Lieben. Wir haben eine, zumindest schon mal eine Schlagader hier installiert. Ich werde dann hier offscreen noch eben die Verbindung hier zur Raffinerie bauen. Und dann können wir in der nächsten Folge unsere Treibstoffversorgung für Frankfurt und dann auch für Berlin installieren. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Lass mir ein Like da, lass mir ein Abo da und ja, schreib mir natürlich gerne deine Ideen und Gedanken zu diesem Spiel, zu diesem Preview Let's Play in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Bis dann, ciao, ciao.